Willkommen zu einem neuen Game und ich bin letztens auf TikTok gewesen und ich folgte ein paar echt coolen Gaming-Seiten, die mir immer Spiele vorschlagen und es gibt eine Demo und das hat niemand auf dem Schirm und wenn das, was der Herr im TikTok sagt, stimmt, muss das ein unfassbar tolles Game sein und deswegen möchte ich mit euch die Demo spielen. Es hat gefühlt auch noch niemand so wirklich beschrieben, aber im amerikanischen Raum haben es viele gespielt und die fanden es mega cool. Deswegen würde ich mit euch gerne gleich mal kurz den Trailer dazu anschauen, dann in die Demo gehen und danach werden wir gucken, spielen wir das Spiel, wenn es raus ist oder nicht, aber schaut es euch selber an. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo und natürlich auch einen Kommentar. Ich sehe, dass das virtuelle Umarmung für den Algorithmus, das braucht er auch mal und vor allem für mich. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal rein. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer, den schauen wir uns zusammen an, denn es geht nämlich um ein sehr cooles Thema, wie ich finde. Das sind nämlich wir. Wir spielen die Dame hier. Und wir arbeiten in einem Hotel und putzen dort. Und da gibt es einen sehr gruseligen Menschen, der uns beobachtet. Das ist sehr gruselig. Das sind wir. Hinter jeder Tür. Liegt ein Mysterium. Das Bett, das wir gemacht haben. Das ist der Titel. Play the Demon Steam, This Bed We Made. Also fragt mich, ich find's übel geil. Ich will direkt rein ins Game. Ich hab Bock, hier ist es. Und voll meins. Und deswegen lass uns mal reingehen. Auch so hier das Blut, das sie wegwischt. Ich bin sehr gespannt. Deswegen gucken wir mal, wie die Demo ist, ne? Aber das, als ich das gesehen habe, dachte ich, what? Wieso habe ich davon nichts mitbekommen? Ich glaube, dass es mir irgendjemand von euch auch geschrieben hat. Aber wir schauen mal rein. So, das Bed Remade Options, Video, Audio, Dialog ist okay. Also es gibt, wie gesagt, noch kein Deutsch, ist aber nicht schlimm. Ich guck mal, wie ich es mache. Ich würde tatsächlich, je nachdem, wie das Spiel jetzt ist, ob die mich jetzt ausreden lassen oder nicht, oder ob ich euch danach den Dialog komplett übersetze. Deswegen gucken wir mal, wenn die jetzt immer einen Satz sagen und ich kann weiterdrücken, übersetze ich es euch. Ansonsten anschließend gebündelt. Play Demo, let's go. So. Beth is a worldly woman who brings a keen sense of street smarts to her job at the Clarington. It's no surprise that her beauty and boldness attract the eyes of people of all genders, a gaze she's willing to return only for the right person. Aber wir können uns jetzt überlegen, wen wir nehmen, ne? Glaube ich. Also quasi Beth ist wahrscheinlich die, die wir spielen, ist quasi eine Frau, die halt einfach sehr clever ist, ihren Job super macht und die halt einfach alle Augen und Blicke auf sich zieht. Andrew, insightful, well-read and down-to-earth. Andrew's a worthwhile friend to a few who manage to catch his interest. He might spend most of his time buried in a book, but for the right person, he's more than willing to share the fruits of his knowledge. Also ist halt quasi ein sehr belesener Mann, sehr ruhig, liest viel, weiß viel und wenn wir Glück haben, wird er uns vielleicht sein Wissen mit uns teilen. Gehen wir mal rein. So, das bin ich, Beth. Wie geil ist denn das? Okay, geil. Also, okay. Interessantes Konzept, ne? Also, ich mach mal schön laut für euch, falls Jumpscares kommen. Wie ist die Musik? Es gibt keine. Es ist eher so ein bisschen ruhiger. Hier, was gibt's hier? Inspect. Does kindness everywhere really make us better maids? Bernard seems to think so. Ah, okay, also das ist, steht, wir werden also ständig mit dem Magazin daran erinnert, wie wir quasi tolle Mates sein können. Dritte Ruhe, es ist quasi einmal, also sei unsichtbar, geh quasi durch alles sauber durch, sei vorsichtig, genau, ich soll quasi alles sauber und ordentlich detailliert cleanen und das Cleanen completen, wie ich es mache. Okay, interessant. Being invisible has always come easy to me. Okay. Maybe too easy. Unsichtbar sein. Everything must disappear. Alles muss verschwinden. Makes us sound like magicians. Telling apart the treasure from the trash can be tricky sometimes. Ah, oh, ich liebe es jetzt schon.
Okay, da beschreibt sie eigentlich im Prinzip, was es hier eigentlich noch alles ist. Quit. Cool. Nice. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hingehe. Ich würde mich auch mal ein bisschen gerne umschauen hier, was hier alles so gibt. You have a room order for a reason, Sophie. Ah, okay. Ich habe eine Room Order. Ich darf nicht stören. Was ist das hier? Linda's been putting these everywhere lately. It's weird that Bernard allows it. Ja, also das wird gerade überall ausgelegt. Sagt nein zur Scheidung. You can be divorced against your will. Du kannst quasi gegen deinen Willen auch geschieden werden. Women and children suffer. Also Frauen und Kinder leiden am meisten von einer Scheidung. Du verlierst alles und deine Rechte, wenn du dich scheiden lässt. The wife pensions rights are lost in divorce. You lose your right to the family home divorce. Voller Druck, ey. Ihr müsst zusammenbleiben. Bei allem, was passiert, bleibt bloß zusammen. Egal, ob ihr euch gegenseitig verprügelt oder nicht. Stick to your room order, Sophie. I'm getting ahead of myself. Okay. I'll come back to this one later. Hätte ich doch nur so eine schöne Stimme, würde ich auch jeden Tag einen Gedanken mit mir reden. So, okay, es regnet. Oh, es ist snowy. Oh, wie schön, es ist snowy, Leute. It's snowy. I think I have all the supplies I need. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu unserem Job. Ich laufe auch so richtig smart und smooth. Ach, geil. Mir gefällt das Konzept jetzt schon. Wenn es jetzt noch geil ist von der Story, ey, bingo, Leute. Okay, hier muss ich quasi rein. Hier gibt es, glaube ich, auch nichts zu glubschen. Hier liegt doch, glaube ich, noch irgendwas drauf. Nee, nur ein Koffer. Okay, dann gehen wir mal in unseren ersten Raum. So. Mr. Spade. Mhm. Mr. Spade. Okay, was macht er hier? Entwickelt er hier Fotos? Blut, ja. Okay, tampering with object may lead to positive or negative consequences. Oh, okay. Also wenn ich das jetzt beobachte, kann es sein, dass es negativ ist, weil er wahrscheinlich sieht, dass ich es gesehen habe. Vielleicht ist es schlau, sich dumm zu stellen, aber ich guck's mal an. What is this? Was ist das? Bin ich? Wie ich? Ach krass, da habe ich einfach eine Parfümflasche benutzt in einem Zimmer, obwohl ich es gar nicht durfte, ne? Ach, klaue ich oder was? Hm, ach so, das hat er fotografiert, wie ich quasi diese Schublade geöffnet habe, das Parfüm rausgenommen habe, mich damit eingesprüht habe und wieder zurückgelegt habe. Okay, ist unangenehm. Clean. Ich clean das jetzt mal. Weiß nicht, ob ich das machen soll. Vielleicht sollten wir Sachen auch nicht cleanen, weil es eventuell Flecken hinterlässt, Spuren wegmacht, alles drum und dran. Ist das cool. Okay, gecleant. Ist das große Ding. Was ist das hier? Das ist Instem. Fine Grain Developer. Ich glaube, damit hat er einfach nur die VR für Fotografie, damit hat er einfach nur die Bilder entwickelt. Okay, genau hier. Mixed Use für Fotografie. Aha. Das schreibe ich mir auch alles auf. Cleanen. Nice. Was ist das hier? Okay, das bringe ich zurück. Was ist das hier? Looks like prescription drugs, but what are they for exactly? Okay, prescription drugs. Federal law prohibits dispensing without prescription. Also ohne Verschreibung kriegt man es nicht. Wahrscheinlich betäuben, oder? Nehme ich mal an. Spiegel, machen wir mal sauber. Oh, da ist Blut dran, oder? Ich kann halt gar nicht sagen, ob das Blut ist oder ob das jetzt Farbe ist. Oder irgendwas wegen diesem Entwicklungsstuff. Eigentlich sollte ich es gar nicht wegmachen. Switch. Okay, machen wir mal aus. Die Handschuhe, die schmeiße ich jetzt weg. Das ist bestimmt sauer. Und dann cleanen wir das.
Oh, ich weiß nicht, ob ich diese ganzen... Oh Gott, Kackbeweise gerade wegmache. Telefonleitung dead? Ah, nee, doch nicht. Clarington Hotel Reception Desk, Beth speaking. What can I do for you on this very fine day? Okay, jetzt kann ich quasi mit ihr reden. Ich rufe gerade bei der Rezeption an. Beth, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Andrews Hilfe. Ah, jetzt muss... Ach, das waren die... Ah, okay, die ich vorhin quasi angerufen habe, sind die, die an der Rezeption schreiben. Wir haben einmal Andrew, den sehr Belesenen, und Beth, die, die sehr... Ja, mit ihrem Aussehen, ihrer Cleverness überzeugt. Deswegen ist jetzt die Frage, ich frage mal sie. Beth, I need your help. Sophie? What's going on? I think Mr. Spade's stalking me while I work. Ja, ich glaube, er stalkt mich. Really? I knew ich wusste es, sagt sie. You did? I mean, I knew there was something fishy about him. He just has creep written all over his face, you know? How did you find out? Also ja, quasi, sie dachte sich schon, dass mit dem was nicht stimmt, weil er hat das Wort Creep, gruseliger Typ, schon auf seiner Stirn stehen. Ich habe einen Darkroom gefunden. Er hat mich quasi, caught me snooping. Er hat mich quasi fotografiert, während ich rumgeschnüffelt habe. Ich sag mal einfach, dass ich halt, dass er mich fotografiert hat, während ich rumgeschnüffelt habe. Weil vielleicht findet sie es sonst eher später raus und denkt sich, warum hast du uns angelogen? Ach, ich sag mal Darkroom. He took pictures of me. I found them hanging over the bathtub. He set up a kind of dark room. Pictures of you? Doing what? Ja, jetzt fragt sie, doing what? I can't believe I'm about to say this, but sometimes when I clean the rooms, I get a little curious. Ja, sie wird ein bisschen neugierig. You know. Und stimmt, schnüffelt halt rum. Through our guest stuff. Oh oh. Sneaky. And Mr. Spade caught you in the act, I suppose. Yes. I think we should call the police. No, that's a terrible idea. But Sophie, that man has pictures of you running your hands through people's stuff. But I didn't steal anything. I was just snooping, I swear. I know, but say a client reports something missing. Those pictures would put a big red target on your back. Okay, also im Prinzip habe ich jetzt gesagt, hey, ja, ich habe rumgeschnüffelt, weil sie gefragt hat, was ist auf den Bildern, das sieht mir eindeutig, ich habe rumgeschnüffelt. Sie sagt, sie möchte gern die Polizei rufen, die Dame in der Rezeption, die Beth, sagt, auf gar keinen Fall, wenn das rauskommt, er hat Bilder von dir, wo du rumschnüffelst. An ihrer Stelle, wenn ich jetzt an ihrer Stelle wäre, würde ich gucken, ob ich diese Bilder finde und zerreiße, weil in der Zeit gab es ja noch keine digitale Form, das Ganze festzuhalten. Aber gucken wir mal. Also, sie sagt, sie sollen es nicht rufen. What if Mr. Spade ist der? Was ist, wenn Mr. Spade gefährlich ist? Ich sollte sie vielleicht einfach rausschmeißen. So, I do nothing, also tue ich nichts. Ich sag mal, dass ich die gerne rausschmeißen würde. I could always throw them out. Yeah, not your worst idea. Nicht deine schlechteste Idee, aber. You found the pictures drying over the bath, right? Ja. Yeah. I'm no photographer, but I've been in one of those dark rooms before. You have? Yeah, I modeled for a while. Anyway, what I'm getting at is. Those pictures were developed recently, but it doesn't mean there aren't more elsewhere. Ja, sie sagt quasi, hey, was bringt es dir, wenn du jetzt diese Bilder im Prinzip nimmst, die jetzt über der Badewanne hängen, sind vielleicht nicht die einzigen. Vielleicht könnte ich danach schauen. Soll ich weiter schnüffeln? Hier ist ein Safe. Well, I didn't look through the entire room, but there is a safe here. I bet you anything there'll be more pictures in there. Ich wette, das sind alle Bilder drin, ja. I'm pretty sure it's locked. Give me a minute. Okay, also wir wollen jetzt den Safe von ihm aufmachen, weil wir glauben, dass er noch mehr Bilder von mir. Merde. Those idiots. What? I can't find the combination list. The night staff's probably lost it again. Anyway, we always ask that clients write down their code somewhere so they don't have to call reception a dozen times. Maybe you can have a look around the room and I call you if Mr. Creep comes back, you know, so you can get out of there in time. Okay. Okay. Yeah. Also, thank you. Sie haben jetzt quasi den... Oh, and Beth? Mm-hmm. Please keep this between us. Of course. Oh. Also im Prinzip ist es so, dass jetzt sie gesagt hat, wir wollen ja den Code hier, den Safe hier knacken. Und die Sache ist, dass halt sie den Kunden immer sagen, hey, schreib den Code irgendwo hin.
dass du dir merkst, nicht tausendmal anrufen musst, eine Rezeption. Das heißt, wir müssen den jetzt finden. Okay. Was haben wir hier? Did you intend for me to discover your little dark room? Ja, wahrscheinlich hat er davon. Did this just fall down? I'd forget my own head if I didn't write everything down. Do not forget to buy more films. Vergiss nicht mehr Filme zu kaufen. Das hat er sich aufgeschrieben. Hier ist sein Schlüssel. Die 505. Das ist doch so weird, dass es hier offen ist. Also der will doch safe. Parcel. So, das traue ich da jetzt mal rein. Mache ich das oder? Scheinbar ja. Place up. Let's put those on the bathroom shelf. Ach, witzig, das musst du wirklich machen. Jetzt muss ich das hier quasi nochmal ein neues Handtuch reinlegen. Es ist cute. So, aber ich muss mein altes noch weglegen. Auf E habe ich ein paar Notizen. Help from Beth. Ich habe Beth angerufen und sie hat gesagt, ich soll noch weiter rumdurchschnüffeln. I like this girl. Characters. Ist das süß gemacht? Oh mein Gott, ich will dieses Spiel spielen. Bernard, Linda, Wendy, da gibt es noch so viele Kollegen. Guests. Guests haben wir jetzt nur Mr. Spade. Mr. Spade ist ein Gast. Mhm. Hey, das ist so richtig cool. Oh mein Gott, wie konnte mir dieses Game nur... Wie konnte ich das nur nicht sehen? Wo mache ich denn das hin? Das kann es hier irgendwie nicht reinpacken. Okay. Ich würde auch halt einfach mal die Tür zumachen. Ne? Ich gucke mal jetzt hier alles durch. Oh, warte, da war ein Brief, oder? Inspect. That's rough. How are you supposed to support yourself when no one will give you a job or a place to live? Würde ich niemals in irgendeinen Schrank machen im Hotel, weil ich Angst hätte, ich würde es vergessen. I understand. Also, dear Mr. Morgan, I understand the situation. I'm sorry that you had to spend so many years in the hospital. Also, hey, hallo, Mr. Morgan, es tut mir sehr leid und es tut mir leid, dass Sie so viele Jahre im Krankenhaus verbringen mussten. However, this does not change the fact that you don't have... Also es wird aber nichts daran ändern, dass sie keine Qualifikation für den Job haben. And even if you did, I could not hire some... Ah, und selbst wenn, könnte ich niemanden in ihrer Situation einstellen, weil er halt so oft krank ist. Other staff members simply would not feel... Also andere Leute, die bei uns arbeiten, würden sich nicht wohlfühlen, wenn sie in den, wenn sie da sind. I would ask you not to... Ich bitte sie, mich nicht mehr zu kontaktieren. Oh, das ist gemein. Hinten steht noch was. Hey, Weirdo, hör auf, Zeit zu verschwenden. Ich werde dich nicht einstellen. Niemals. Mr. Morgan, you know I have a lot of respect for what you and others have done for this country, but I'm not a charity. If I don't receive the past 3 months rent before the end of the week, you will have to vacate the apartment. Es wird auch noch aus dem Apartment rausgeschmissen, weil er halt nicht zahlen kann, weil er keinen Job hat. Das ist kacke. Okay, ich mach mal wieder alles zu. Ich bin... Es wird eines Tages... Fußschritte gehört. Inspect. Shaving Cream. Er hat einen Bart. Hat jedermann... War dumm, die Aussage, aber... vielleicht shaved er ihn ja in die Richtung, dass der Bart smooth aussieht. Das meinte ich. Turning Objects. Woohoo! Okay. Ist da auch noch was? Nee, aber hier ist wieder Text. So, inspect. You're pawning off your possessions? What do you need the money for? Okay, description of articles pawned. Amount of loan, $50. Er braucht also irgendwas Geld. Also, dass er das da alles in den... Schrank packt. Also ich weiß ja nicht. Also ich habe das starke Bedürfnis, einfach nur verdammt nochmal die Tür zuzumachen. Birds of North America. Okay, vielleicht kann ich mal die Tür zumachen. Mich stresst das richtig. Warum lässt man denn die Tür auf? Close. Oh Gott, ich kann sie zumachen. Gut. Gut, 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 gut. So, ein Bild. Was ist das? Okay, ist er das? 99th Infantry Division, Belgium. Okay, aber wer könnte er sein? Mhm, okay, das wird wohl ein Bild sein. Inspect. Das Bett kann ich jetzt machen. Oh, cute. Pick up. Pillow place. Süß. Oh, ich liebe das immer, wenn mein Bett gemacht wird, weil ich viel zu schlecht bin darin.
Was zur Hölle? The Oratory. I just went there for the first time in... God, it's been years, hasn't it? Oh mein Gott, der stalkt mich schon so lange? Special Occasion, Wedding, Funeral. Ah, er überlegt sogar, warum ich dorthin gegangen bin. Oh mein Gott, wie gruselig. Beaver Lake? That's where I took Mom's kitty in last month. Why is this up here? Oh mein Gott, hier ist der Lake. Und er weiß genau, wo wir gelebt haben. Oh mein Gott. Furchtbar. Das kann ich nicht anschauen. Hier. Oh mein Gott, unsere Zugkarten hat er sogar. Why Harry? Lost Burger Place closer to Hotel? Warum ich dort hingegangen bin? Harry's Diner, too. Were we ever there at the same time? Oh Gott, er hat sogar unsere Bestellung noch. Zwei Cokes, zwei Burger, extra Fries. Ey, wie gruselig. Was ist das? This was the sale where I found that winter jacket that Mom loves. Were you there too? Ey, ich würde durchdrehen. Okay. Das heißt, der stalkt uns schon eine ganze Weile und der hat unsere Wege verfolgt hier sogar. Wo wir wann wie waren. Oh mein Gott. Okay, was ist das hier? Morgan. Is that your real name? Why did you check in under Mr. Spade? Paul Morgan. Lindsay Franklin. Ja klar heißt er Paul Morgan, deswegen wurde er auch in einem anderen Brief als Morgan angeschrieben. Edith Franklin Paul Morgan. Das ist scheinbar sein richtiger Name. I, er frisst Dosen, das heißt, er ist schon lange hier, er preppt. Something tells me you won't be missing this. One man's trash is another maid's trash. Is this... Housekeeping. A floor of the Clarington? Oh mein Gott, der weiß genau, wann ich dran bin. Der weiß ganz genau, dass wir hier sind. Er weiß, dass ich jetzt, guck mal, Room Night, Nightly Mostly, Housekeeping zwischen 10 und 4, Lobby Boys, und der weiß ganz genau, wann ich hier bin. Das ist eigentlich jetzt nicht gut, ne? Something tells me you won't be missing this. Ah, warte, ich kann das wegschmeißen. Trash is another maid's trash. Ich schmeiß es jetzt weg, damit er weiß, ich bin nett und hab seinen Scheiß aufgeräumt. I hope you weren't eating those beans. Oh mein Gott. Okay, was ist das hier? Do not forget to take your pills. Also nimm deine Pillen. Oh, das ist gar... Ja, machen wir mal aus. Okay, was ist hier drin? Mich stresst dieser Fernseher sehr. Was liegt hier drauf? Oh nein, wie gruselig. Er beobachtet. Clean. Inspect. Der sitzt hier davor und glotzt es an. Dann picken wir das mal ab. Hier sind Socken. Wie nett ich noch alles aufräume. Ich glaube, in dem Fall wäre es besser, gar nichts aufzuräumen, damit er nicht mehr weiß, dass wir hier waren. Request to move to 507. Why did you want to change okay, rooms? Er wollte den Raum wechseln. Dear Mr. Sprade, the present letter is to confirm the reception of your transfer requested to room 57. Regrettably, the room is questions and currently occupied by an extended stay guest. We are therefore unable to grant your request. Thank you for your understanding. Also, er wollte quasi in das Zimmer 507 und hat extra angefragt, ob er dahin kann. Oh, da steht was. Lindsay's address, Infantry Division, Year of Hospital Discharge. Okay, ich mach mal den Fernseher aus. The storm must be getting worse. I hope Mom's not too bored without her TV shows. Gott, mich macht das hier ganz krank irgendwie. Zigaretten. Schmeißen wir mal nicht weg. Hier ist noch was. Was ist das? Ein Spiegel? Okay. Aber die Frage ist, ich habe nichts gefunden für den Code. Ah, den Koffer. Locked. There has to be a key somewhere. Ja. Wo? Der? Nee. Muss ich einen Key finden? Die tun wir mal aufräumen. Drei Tassen. Wie süß es hier alles steht. Ich schmeiß das jetzt alles weg. So, alles leer. Ich schmeiß das alles weg. Die Glühbirne auch. throw away. Kann ich das inspecten? Das kann ich inspecten. Seine Zahnpasta. Kann ich die auch wegschmeißen? Ich kann alles wegschmeißen. Das mache ich jetzt mal kurz. So. Schmeißen wir das alles weg. Wo schmeiße ich das weg? Kann ich gar nicht.
Die Tassen. Wo stelle ich die Tassen hin? Naja, egal. Also ich mache nochmal Tür zu, weil ich einfach Angst habe, dass hier jemand ist. Und guck mal, ob wir noch irgendwo hier vielleicht einen Schlüssel übersehen haben. Weil das kann man hier auch öffnen. Aber ich glaube nicht. Vielleicht kann ich das Buch irgendwie öffnen. Nee. Nee. Bild. Wo versteckt man den Schlüssel? Vielleicht echt wirklich in irgendeinem Buch? So würde ich es machen. Oder ist hier vielleicht irgendwo einer drin? Und wir haben es noch nicht gesehen. Aber ich muss sagen, die Story ist jetzt schon so cool, dass ich jetzt schon gar keine Lust habe, dass es nur eine Demo ist. Ich will das eigentlich sehr gerne jetzt schon wissen. Oder kann ich sie vielleicht anrufen und fragen, ob sie eine Ahnung hat, wo der Schlüssel ist? So. Ich hätte halt Angst, dass der... Weil er hat mich ja damals schon fotografiert beim Schnüffeln. Und im Prinzip machen wir das jetzt wieder. Das heißt, dass es gar nicht unrealistisch ist, dass er das jetzt gerade wieder beobachtet. Oh, Roommates. Aha. Hier. And they were roommates. Und sie waren quasi Raum... Also waren zusammen Zimmerpartner, WG... Partner zusammen im Raum. She was alone in a town she barely knew, hundreds of miles away from home. She was desperate for comfort and found it in the arms of the most unexpected person. What first started as a normal friendship between two women soon blossomed or blues blossoms into something much more passionate and disturbing. So disturbing. Also es geht quasi um zwei Frauen, die zusammen gewohnt haben und die haben sich ineinander verliebt. This is a table of love and desire like you have never read it before. Out of her own experience, the author working under pseudonym tears to curtain from one of the gravest threats to modern social... Also okay, damals war das halt noch nicht so normal, würde ich euch sagen, so, ja, das halt... Frauen sich lieben. Da oben ist ein Zettel drin, den würde ich gerne haben. Turn Objects. Also da ist doch definitiv oben ein Zettel drin, den hätte ich gerne. Wie kann ich den haben? Mach das Buch auf. Da liegt ein Zettel drin. Okay, kann ich nicht machen. Komisch. Ah, hier ist doch ein Schlüssel. What do we have here? Ja, was wohl? Nimm es. Girl, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Unlock. Sind wir mal frech. Okay. Das ist er also. Paul. Nee, es ist Paul. Ist er Paul Morgan? Schuhe. Sehr sauberlich, säuberlicher Koffer. You spent 10 years in a psychiatric hospital. Oh. And it looks like you left with a long list of diagnoses. Also er war 10 Jahre in der psychischen Psychiatrie. In der 10 Jahre Psychiatrie. Also, Birthdate. 19.07.1924 könnte schon mal der Code sein. Anorexia nervosa. Anxiety. Sorry. Er hatte Angstzustände. Character disorder. Chronic insomnia. Short-term memory loss. Hospital. Patiently admitted for nervous breakdowns. Medication. Ah, deswegen hat er die Medication genommen. Ich fotografiere mir das mal ab, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass hier irgendwo der Code dabei ist. Tatsächlich. Steht hier hinten noch was? Nee. Also da wird jetzt wahrscheinlich der Code sein, den wir hierfür benötigen. Vielleicht rufe ich sie nochmal an. Ah, okay. Alles gut. So, dann gucken wir mal. Wir haben hier einmal... Ah, wir machen mal 19. Sein Geburtsdatum. 07. Oh Gott, Hilfe. 07. Und dann vielleicht 24. Oh, was machen die jetzt gerade absichtlich mit den Geräuschen? Das ist so anders, als würde jemand kommen. Damn it. Okay, das stimmt schon mal nicht. Vielleicht ist es aber auch Date of Admission, Date of Discharge. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Wir probieren jetzt einfach mal ein bisschen, Leute. 11. Nummer 11. 11.11. Dann haben wir hier nochmal 47 vielleicht. War das das... Zeitpunkt, wo er entlassen worden ist. Come on, Sophie. 23. Oder es war irgendein Date, wo er mich gesehen hat und sich in mich verliebt hat.
Und nochmal 57. Damn it. Nee, keines von denen. Was haben wir denn hier noch? 19,7. Es müsste eigentlich schon einer dieser Dinge auf jeden Fall sein, glaube ich. 100 Pro. Also es muss einer dieser Daten hier auf jeden Fall sein. Ich gucke nochmal ganz kurz. Das wäre ja gelacht, Leute. Das kriegen wir jetzt raus. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. Und ich wette mit euch, wenn wir das geöffnet haben, kommt ein blöder Trailer und es ist vorbei. Wir müssen warten. Okay, von denen ist es keiner, aber wir haben hier jetzt ja noch ganz, ganz viele Hinweise und gucken hier die jetzt nochmal durch. So, das haben wir hier. Stand hier noch irgendwas drin? Ever? Nee. Irgendeine Zahl? Das haben wir alles schon ausprobiert. No. Vielleicht das hier? Division Picture? 1999. Stalking Profile. Hotelplan. Pills Reminder. Das auch nicht. Hier vielleicht. 15. Hier. Front. Meine Zimmernummer. Novel. Irgendeine Zahl muss es sein mit 6 Dingern. Das haben wir auch schon ausprobiert. Das war es nicht. Hier vielleicht. Ein Datum. Können wir das auch irgendwie anders hochschalten, dass man das irgendwie... Ist gruselig, die Musik. Hotelplan. Vielleicht hier eine Nummer. 99. Okay. Dann Exit. Inspecto. Patronum. So. Oh. Sie machen hier extra diese Geräusche, damit man Schiss hat, dass jemand kommt. Aber ich gehe davon aus, dass der weiß, dass wir jetzt hier drin sind. Der weiß genau, dass wir hier sind. Oh nein, danke so sehr, dass du die Demo ausprobiert hast. Wenn du es enjoyed hast, mach's auf die Wishlist. Auf jeden Fall mache ich es auf die Wishlist. Ey, geil. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin voll into it. Ich will das Spiel spielen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Mega cool. Ich hoffe tatsächlich, dass wenn das Game rauskommt, es auch genauso spannend weitergeht. Und ich wünsche mir einen krassen Plot-Twist. So, ich liebe es, wenn man Spiele spielt, denkt so... Da habe ich Bock drauf. Also wenn ihr auch Bock drauf habt, lasst viele Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Game in die Kommentare. Habt ihr schon mitbekommen irgendwie, dass es das gibt als Demo? Und sobald es draußen ist, spammt mich voll in den Kommentaren. Ich werde es eher auf die Wishlist machen, wahrscheinlich mitkriegen, aber trotzdem spammt mich voll. Ja, und umarmt den Algorithmus mit einem Abo. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten hoffentlich coolen Games, die bald wieder rauskommen.